Wer im Liebesleben Probleme hat und sich darüber beschwert, dass die Standhaftigkeit nicht mehr so ist wie in jungen Jahren, der kann zum einen auf Medikamente zurückgreifen, zum anderen aber auch auf natürliche Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen, wie beispielsweise Ultramax Testo Enhancer. Lohnt sich das Ganze denn? Und ja, was bringt das Ganze? Wir haben externe Meinungen ausgewertet. Das Ganze hier im Video bildet also nicht unsere eigene Meinung dar, sondern wir versuchen das Ganze einmal objektiv zu betrachten. Schaut vorab gerne nochmal unterhalb des Videos in die Infobox. Dort findet ihr alle wichtigsten Infos nochmal zusammengefasst und der Link auch zum aktuellen besten Angebot, das wir gefunden haben, ist dort auch nochmal drin, sodass, wenn ihr da damit starten wollt, da möglicherweise auch noch ein bisschen sparen könnt. Schaut da also auf jeden Fall mal rein. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Ja, sicherlich ist bekannt, dass Erektionsprobleme auch psychologische Ursachen haben können. Aber auch die Ernährung spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und hier setzt auch Ultramax Testo Enhancer nochmal an, um hier ein bisschen auszuhelfen. Das Ganze ist also kein Ersatz für Medikamente oder eine ärztliche Behandlung, soll aber durchaus unterstützend wirken. Wenn man sich die Erfahrungen und Meinungen nochmal anschaut, da ist man hier ein bisschen zwiegespalten, aber es gibt tatsächlich auch einige positive Meinungen, die hier relativ schnell über positive Wirkungen berichten. Manche sagen, ich habe da nicht wirklich was gespürt oder nur ganz minimal und waren da eher unzufrieden. Aber so ist das eben bei derartigen Nahrungsergänzungsmitteln sehr oft der Fall. Ultramax ist tatsächlich eines der neueren auf dem Markt, das laut Hersteller, ja, wo laut Hersteller sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit reingesteckt wurde. Und letztendlich soll hier wieder mehr Manneskraft zurückkehren, die Libido gesteigert werden und andere geschlechtsspezifische Probleme, die damit einhergehen, sollen da auch behandelt werden können. Was wir hier schon mal sehr positiv finden, ist, dass der Hersteller Wert darauf gelegt hat, hier 100% natürliche Inhaltsstoffe einzusetzen. Da sind sehr bekannte Nahrungsergänzungsmittel bzw. pflanzliche Bestandteile dabei, die in vielen Studien bereits untersucht wurden und wo es tatsächlich einige Hinweise darauf gibt, dass das Ganze bei der Libido und der Manneskraft helfen kann. Zum Beispiel Tongkat Ali, die Sägepalme auch und die Nesselwurzel, das sind so die Hauptbestandteile. Letzteres soll einen Einfluss auf den Testosteronspiegel haben. Und gerade auch Tongkat Ali soll für ein erhöhtes Lustempfinden sorgen. Insgesamt sind die Studien hier sicherlich interessant. Allerdings gibt es dafür keine 100% wissenschaftliche Basis und Bestätigung für die Wirkung. Sicherlich aber eine interessante Alternative. Gerade wenn man auf Medikamente nicht zurückgreifen möchte, kann man das Ganze durchaus mal ausprobieren. Und ja, wie gesagt, es gibt einige positive Meinungen, einige negative Meinungen, aber die Produkte sind eben rein pflanzlich, sodass man hier im Prinzip nicht viel falsch machen kann oder sich Gedanken groß über Nebenwirkungen machen muss. Ja, sollte man Unsicherheiten haben, auf jeden Fall nochmal mit einem Arzt absprechen. Ansonsten ist man hier sicherlich nicht schlecht bedient, wenn man das Ganze mal ausprobiert. Es gibt sehr, sehr viele zufriedene Kunden auch tatsächlich. Ja, unterhalb des Videos alle Infos dazu, den Link zum aktuellen besten Angebot. Und wir freuen uns über einen Daumen nach oben und lasst gerne auch ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.